Musikertrios, das hat Deutschland voll drauf. Fettes Brot, Sportfreunde Stiller, die Beginner, die Ärzte und Tic-Tac-Toe. Okay, reicht. Jetzt gesellen sich also Ripe and Ruin aus unserem guten alten Hamburg dazu, um in der Alternative-Szene ihre Spuren zu hinterlassen. Ripe und wer? Um mal aus dem offiziellen Pressetext der Band vorzulesen, der Sound des Trios scheint wie ein Gegenentwurf zur eintönigen, durch Leuchtreklamen verblendeten Popkultur unserer Zeit. Roh, dreckig, ungeschönt und ehrlich. Die Songs bewegen sich abseits vom musikalischen Fastfood und blicken hinter die dünnen Fassaden. Ach, wisst ihr was? Die Jungs machen einfach nur anständige Gitarrenmusik und genau deshalb solltet ihr sie auch auf der Karte haben. Googelt man allerdings nach Ripe and Ruin, erscheint erstmal Alt-J. Alt-J? Ja, weil Interlude One aus ihrem Debütalbum in Awesome Wave in Fankreisen auch als Ripe and Ruin bekannt ist. Like all good fruit, the balance of life is in the Ripe and Ruin. Am 6. April veröffentlichten Ripe and Ruin ihre Debüt-EP The Eye of the World. Kurios eingespielt haben die Jungs die 5 Titel der EP auf einem Low-Budget-Schlagzeug, einem 40-Euro-Bass vom Flohmarkt und einer alten Telecaster-Gitarre. Zeigt wieder mal, dass harte Arbeit und Talent sich auszahlt und Geld eben nicht immer alles sein muss, wenn es um Kreativität geht. Doch trotz Low-Budget-Produktion ließen die ersten Erfolge nicht lange auf sich warten. Ihre Songs wurden auf Spotify bereits über 200.000 Mal gestreamt. Es sprang sogar bereits ein Cover-Feature auf eines der Playlists bei Spotify heraus und ein Track-by-Track-Kommentar ist außerdem auch auf der Streaming-Plattform zu finden. Zurzeit arbeiten Ripe and Ruin an 5 neuen Songs, die ab August veröffentlicht werden sollen. Einblicke ins Studioleben gibt's bereits zahlreich auf Instagram und Facebook zu sehen, falls ihr interessiert seid. Und wir würden euch einfach mal raten, da reinzuhören, denn wir finden, die machen eine tolle Sachen. Das Eichhörnchen ist da einfach runtergerannt, geil. Checkt die Jungs auf jeden Fall mal aus. Wir finden auf jeden Fall, dass man sich die Jungs definitiv mal anhören sollte. Hey, ich bin der Babak und das war gerade die Premiere unseres brandneuen Formats. Wie hat euch das Ganze gefallen? Gibt es vielleicht Bands oder Künstler, die wir hier ebenfalls mal featuren sollten? Dann lasst es uns wissen, hier unten in den Kommentaren und wir werden auf jeden Fall mal reinhören. Also denn, würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und reingehauen.